13 Grad. Noch schreit er nicht. Dann mache ich mal ganz schnell Silizium. Ah. Aber immer noch das Problem mit der Pflanz, mit einer gewissen Pflanzensorte. Okay. Dann nehmen wir Stadt mal so hin, gell? Ich meine, wir können ja auch eine Gewächshauslicht machen. Das hält uns auch warm. Ach so, ich wollte gerade sagen, meine Waffe ist weg. Und ich kann mir ein neues Zelt bauen. Warum? Weil ich mir ein Zelt bauen kann. Also, ja, ist irgendwie keine Ahnung, wofür das Ding gut sein soll. Das bringt eh nichts. Nee. Überhaupt nichts. Also, wie gesagt, ein reines Singleplayer-Item. Und da die Inventarier von deinem Escape-Pod, wenn du runterkommst, Singleplayer und Multiplayer spezifisch sind, dann hätten sie das auch nur im Singleplayer raushauen können, oder? Tja. Ich meine, Nacht überspringen ist cool. Wirklich, das finde ich super. Willkommen im Bohrzeitalter. Ich kann dir eine Nase bohren. Dann haut dir das Ding mal in die Nase, das will ich sehen. Alter Finne, das nennt man dann aber Nüstern und nicht mehr Nase. Nee, das war ich. Diesmal ist der Schau unschuldig. Der Fohlen Hahn ist hier. Eisen hatte ich schon, jetzt mache ich Silizium und danach noch Kupfer. Oh, ich kann Kühlschrank erforschen. Beim Erforschen kümmere ich mich gleich. Das soll das Silizium sein, sieht auch cooler aus. Ja. Die haben richtig geändert. Also es sind jetzt auch nicht mehr die Bubbles, sondern wieder die alten Ressourcenlager. Finde ich persönlich sehr gut. Oh. Weißt du, was mir gerade einfällt? Buff. Auch wenn wir einen Anzug erforschen können, ne? Und den bauen. Was fehlt uns zum Anlegen? Eine Anzugstation. Ja. Und ohne Admin auf dem Planeten Pech gehabt. Ja. Sonst könnte man ja sagen, man fährt zur Admin Station, aber die gibt's hier auch nicht mehr. Aber hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Zufallssolarsystem genommen, weißt du? Wäre mal anders gewesen. Auf jeden Fall habe ich uns gerade zwei Anzüge angestellt. Okay. Ja. Ja, nur Anzugsstation braucht ja auch keine Basis mit Strom. Ausprobieren. Ich glaube, ich habe noch Forschungspunkte Ich kann den übrig. schnell lernen, kein Problem. Warte, ich hab ja noch nicht Kann ich auch, gelernt. kann ich auch, kann ich auch. Basis. Anzugsstation. Der braucht keinen Strom. Ich hab's. Freischalten. So. Anzugsstation habe ich auch. Kann ich die. Ich stelle sie mal dabei, mal gucken. Obwohl, ich müsste es eigentlich bauen können. Ja, nur nicht aufstellen ohne Basiskern. Dafür fehlt Silizium für den Kern. Bin ich aber gerade dran. Ach so. Mein Sprit.
Naja, klar, mit den Bubbles hat man immer so schnell so viel Ressourcen gekriegt. Und jetzt muss man wieder auf alter Tour viel buddeln. Man kriegt halt weniger Ressourcen. Deswegen sind die wieder zurück. Finde ich aber gut. Sieht einfach schöner aus. Mhm. Macht auch mehr Spaß. Lithium-Erz benötigt 25 Schotter. 100 Schotter für Kupfer. 50 für Eisenerz. Ach, Eisen ist genug da. Die Lithium kommt jetzt auch rein. Ich mache jetzt zwei Anzüge, eine Anzugstation. Ich habe ab und zu mal zwei Pistolen reingehauen und 20 Minuten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Mhm. So. Ja, ich weiß es nicht. Da. Da haben wir Rohre, da haben wir das. Es wird hell. Und gucken hier hoch. Und warm. Ich dachte, die Ach, da hinten ist der Lithium. Ja, habe ich schon. Da kann doch nur Beschiss sein. In zwei Stunden geht die Sonne unter und es wird gerade warm. 30 Grad. Ja, 30 Grad. Ich glaube, hier stimmt noch was nicht so ganz. Ne, ich glaube, das mit dem Wetter haben sie noch nicht so wirklich im Griff. Ja, oder der Timer oben stimmt nicht. So, bin wieder da mit Silizia. Tupf. Silizia, 26 ist zwar nicht die Welt, aber ich kann den Computer bauen. Das heißt, ich kann jetzt bauen, weshalb kann ich denn bauen? Ich brauche erstmal einen Starterkern. Da, Starter. Benötigt einen Kern. Ja gut, dann bauen wir einen Kern. Wo ist der Kern? Hier kann man keinen Kern bauen? Doch, da. Brauche 5 Computers. Ne, die baut er nicht selbstständig. Es ist bei der Halabala. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, machen wir fertig da. Mhm. Und danach machst du uns einen Kern. Und nach dem Kern machst du bitte einen Basisstarter. Okay. So. Weiter Bull und Kupfer. Eisenerzlager. Ist schon offen, Achtung. Da falle ich gleich was rein. Zwei Löcher. Das eine ist wie eine Schlange da oben, da kommt man gut rein und raus. Dass der immer den Bohrer so durchladen muss. Mhm. Kupfer. Ah, ist wieder wie früher. Bis aufs Kupfervorkommen laufen, gucken, wo ist der kürzeste Weg und dann holen da. Holla, lieber Alt, hier geht's aber tief. Hast du deswegen gerade drum geflucht? Nö. Wo bist denn du? Beim Eisen? Ja. Ja, das eine Loch geht tief runter, das andere wie eine Schnecke. Du kannst gerne springen, wenn du Beinbruch möchtest. Du kannst aber auch die Schnecke nehmen. Die direkt nebenan ist. Aber beim Loch springen ist mir was eingefallen. Was ist bei dem Loch? Beim Loch springen ist mir was eingefallen. Ja? Warte mal, was mir fehlt noch. Benzin? Nein. Erdscanner? Ja. Brauchst du nicht mehr. Das ist ein Relikt. Es ist kein Erz mehr. Wenn du runterbuddelst, siehst du richtige Erzvorkommen wie in SE. Aha, okay. Keine Bubbles mehr. Das ist wahrscheinlich ein Relikt noch. Oder der ist ursprünglich dafür gedacht, damit man die Erze auf der Karte findet. Das haben wir aber schon. Siehst du gleich, wenn du unten sitzt, da gibt es so ein gemischtes Farbspektrum. Das ist dann das Eisen. Bin ich gerade am Bohren. Ja. Also ich glaube, der Erzkenner ist ein Relikt. Oder er ist dafür da, dass man die auf der Karte sieht, die wir aber trotzdem jetzt schon länger sehen. Es gibt Erze. Da werden sich aber einige umgucken. Das ist jetzt wieder wie früher. Deutlich schwieriger an die Erze zu kommen, nicht mehr Bubbles. Das ist super cool. Ist auch viel schöner als diese hässlichen dummen Kugeln, die da im Boden steckten.
Vor allem hast du dich zu einer großen runtergebuddelt, hast du direkt genug gehabt, was du brauchtest. War einfach zu schnell. Mal Licht anmachen, dann sehe ich schon was. Bin mal gespannt, wie das Kupfer jetzt aussieht. Boah, noch 8 Meter. Ah, da ist es. Oh, das sieht aber nett aus. Ja, ist denen ganz gut gelungen. Ah, ich glaube, das ist sogar das komplett von früher wieder. Nur die Textur ein bisschen aufgepäppelt. Finde ich aber gut. Man muss wissen, wenn was Neues nicht unbedingt besser ist und was Altes wieder rausholen, oder? Tja. Wenn das Alte den Leuten besser gefallen hat, warum nicht? Ja, die Bubbles waren... Du hattest zu viel, zu schnell Ressourcen. Mit dem Starter-Package vom Bohrer habe ich meinen Miner gebaut. Musste gar keine Algen mehr sammeln. Ja, jetzt habe ich gerade mal 9 Kupfer bei einer riesen Bohrarie. Okay. Noch ein Kanister Benzin. Oh. Mitten in der Nacht, 11 Uhr nachts, 26 Grad und am Tag erfriert man. Und ja, ist wirklich Nacht da oben. Also wenn ich da hochgucke. Ach du Scheibenkleister, ich hab. Ach du Grüne, ich habe mir hier eine Leichenhalle gebastelt. War schneller unten, als ich gedacht habe. Wo habe ich mir denn den Weg nach oben wieder gelassen? Da, ne? Da sind Säulenausgänge. Die Stall nach unten gehen. Okay. Ich hab trotzdem noch mal Kupfererz, okay. Da oben am Rand wartet doch garantiert jetzt schon die Spinne und sagt sich, Ollie to go. Naja, die wartet auf mich. Meinst du? Sagt ja. Sich, lieber jungen, frischen Imperium Survivor. Mit so einem ollen Olli. Hat gehört, dass Noobs süß schmecken oder was? Keine Ahnung. Gibt doch hier genug künstlichen... Ja, hier ist wirklich eine Spinne. Gibt doch genug künstlichen Süßstoff, soll sich den doch reinpfeifen. Natürlichen Bildstoff. Ach, was habe ich das Rumgespringe vermisst? Trotzdem immer noch Kupfererz, ist ja interessant. Ey, Spinne, komm nicht hier rein. Komm gleich raus, ist nur eine Frage von Zeit.
Dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Oh, Loch ist offen. Voll die komischen Geräusche. Ich mach mir gleich ins Höschen. Die Wächter sehen das doch alles hier wie ihren Zoo an, ne? Dann sollen die auch mal ihre komischen Tiere an die Leine nehmen. Tja. Noch schlimmer als gedacht, ein Bombardierkäfer. Verdammte Axt, der hat echt am Loch auf mich gewartet, der Sack. Ein Bombardierkäfer. Großes braunes Tier mit roten Punkten überall. Ja, der ist mir im Wald auch begegnet. Den meinte ich. Der ist total. Was so aussieht wie eine dicke, fette Spinnenkönigin oder so. Ja. Ist ein Bombenkäfer oder Spuckkäfer oder so. Der hat hier eigentlich gar nichts zu suchen. Der gehört eigentlich auf einen anderen Planet. Erzähl ihm das mal. Habe ich versucht, aber der hat nur Pfiff gesagt. Der ist total hochnäsig, der meint, der ist was Besseres. Naja, ich meine, stärker ist er auf jeden Fall zur Zeit. Aber der ist ganz ruhig da stehen geblieben. Ich habe mich direkt aufs Moped geschwungen und habe Vollgas gegeben. So, jetzt komme ich auch mit Kupfer wieder rein. Boah, mir fehlt echt so eine Lacocaracha-Hupe, ernsthaft. Boah, das wäre so episch. Die bauen eine Hupe ein und du kannst mit Soundfiles in einem bestimmten Format kannst du dann selber die Sounds hochladen. Lacocaracha, Lacocaracha. Wird doch geil. Oh, hier zwei Zelte. Kommt hier, kommt mir vor wie beim Camping hier. Oh, 57 Kupfer, das ist schon mal nicht schlecht. So, die fünf Computer sind fertig, aber einen Kern sehe ich immer noch nicht. Oh, einen Kern. Dann bitte einen Start auf Basis. Okay, den macht er auch gerade. Und dann brauchen wir ein Autoturret. Waffen. Falsche Kiste. Basis. Energietank. Generator klein. Medizinstation, die sieht schon mal anders aus. Was ist das? Selbstschussanlage für Spieler. Ja, die ist billig, die geht auch. Die braucht nicht so viel Strom. Und Kanonengeschütz. Darf ich das denn auch schon hier bauen? Nee, ich denke nicht. Konstruktor. Oh, warte mal. Das darf ich hier bauen. Das darf ich hier bauen. Das ist sehr gut. Das und das und dann bitte das. Obwohl das und das ist überflüssig. Das ist nur gut für so rum. Wenn es denn noch reicht. Okay. Also alles für die Basis wird gerade gefrickelt. Allerdings kann ich keine Kanonen bauen ohne einen richtigen Konstruktor. Fragen über Fragen. Was machen? Was machen? Flasche leer. Ach, ich weiß, was wir machen können. Lass uns doch eine Unterbodenbase bauen. Sterben. Warum sterben? Irgendeiner hat hier ein scheiß Eisenloch gebaut. Warum? Warum?
War doch ein gutes Loch. Da bist du doch. Nimm doch den Weg hier. Huhu. Du hast dich ja ganz schön tief runtergebuddelt. Ich will ein Jetpack. Du hast dich ja ganz schön tief gebuddelt. Ja, und auch noch gerade in eine falsche Richtung gegraben. Okay. Hat mir das Beinchen gebrochen. Ja, und dein Schlangenloch habe ich nicht gesehen. Das war das Schlangenloch, wo ich jetzt gerade raus, wo du gerade raus bist. Ja, das habe ich gerade auf Anhieb nicht gesehen. Ach so. Die ganze Zeit. Oben die zwei Löcher in der Decke, die habe ich gesehen. Mhm. Was half nochmal gegen Broken Bein? Ach ja, Klebeband. Oh Gott. Darf ich meinen Kindern nicht erzählen. Ich den sag, gegen gebrochene Beine hilft Duct Tape dann. Die sagen probieren die auch, das aus. Dann sagen die auch, Vater, du hast nicht mal die Tassen im Schrank. Die ich mich versehe, also, komm ich... ist an der Position E-Buggy. Warum? Ja, die Pflanzen für die Energieriegel, die kann ich nicht einsortieren. Einsortieren? Was meinst du? Ja, einsammeln. Pflanzenprotein, die finde ich hier überhaupt gar nicht. Doch, die habe ich. Ich sehe die, aber ich kann die nicht einsammeln. Wo siehst denn du die? Das sind die mit den weißen Bällen. Ja, ich weiß, die sehe ich hier nirgendwo. Ich ja. Moment. Drei Stück. Komm mal. Hier, ich stehe gerade zwischen zwei Stück. Ah ja, ich sehe sie. Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Ich suche nur mal eben beim Moped. Die aber nicht eingesammelt. Moment. Wups. Machen wir mal Funzel an. Die da? Die kann ich auch nicht einsammeln, nee. Machst du tot. Machst du tot. Sowas gibt's ab und zu. Eins habe ich. Ich kann hier gar nichts an Gemüse einsammeln. Das Getreide auch nicht, was ich sehe. Wo siehst du Getreide? Da hinten. Ah, ich komme rüber. Moment, hier ist Pixelstiel. Ne, der ist auch nicht einsammelbar. Hast du recht. Der hier ist einsammelbar. Und da ist nochmal so ein Eiweiß. Also manchmal gibt's, oder ist es noch nicht ausgewachsen, aber dann erschießt du die einfach. Ja, der hier geht auch nicht, musst du auch erschießen. Ja, die konnte ich vorhin schon. Ja, erschießen, musst du abknallen. Cobra konnte ich jetzt gerade einsammeln, aber was bringt mir das? Der hier auch nicht, ja, abknallen, dann wachsen die richtig nach. Aber womit erschießen, wenn man nicht schießen kann? Ja. Aber das ist normalerweise nur sehr selten. Ich denke mal, weil hier die ganze Kartentechnologie geändert wurde. Normal hast du da gar keine Probleme mit. Oder nur sehr selten oder eher sowas wie du da in dem anderen Spielstand hast, weißt du? Mit dem Sammeln, 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 Sammeln. Dass du da 1000 Mal ernten kannst. Gar nicht erntbar ist echt mega selten. Bock. Jetzt halt Gewürze essen. Jetzt dann ist anders. Antwort. Keine Ahnung, was du meinst. Pflanzenprotein. Achso, alles klar. Hilft gegen Giftbiss, hilft gegen Hautverbrennung. Das ist neu. Oh, cool. Wir hätten alles fertig für eine Basis. Ich habe sogar 3 Promethiumzellen. Hab einen Energietank, einen Generator, einen Basisstarter und den Konstruktor. Sollen wir uns ein Loch im Buddel... sollen wir uns ein Loch im Buddel... Buddeln. Genau. Alles klar. Und eine unterirdische Basis machen, weil dann brauchen wir keine Peng-Peng. Aber dann kommen die trotzdem. Ja. Dass du doch über den Boden kreisen. Weißt du, was ich meine? Die komischen Käfer kommen auch rein. Hä? Ganz selten nur. Und wir haben ja dann den großen Konstruktor, dann können wir alles bauen. Weißt du? Ich habe sogar schon eine Solarzelle gebaut. Also unterirdisch ist eigentlich die beste Wahl. Was los? Pflanze. Ich hab's auch gehört. Kletter nach oben. Nee, hier hinten kann man hoch. Da kann man eigentlich hoch, wenn man das Bein nicht gebrochen hat.
Bring dich in Sicherheit! Ich Oder opfer mich! runterfällt. Ich opfer mich fürs Team! Die habe ich heute schon mal gehört. Ich werde mich opfern. Verteidigungsmodus. Bleib du da oben. Ich komme nicht hoch. Ich habe eh das Bein gebrochen. Wenn schon beide. Ich habe Bein gebrochen. Ich will mich doch nicht selbstlos opfern. Ich habe eh keine Chance. Kein Ducktape mehr. Ich aber. Da ist sie. Ich habe die Pflanze. Außerdem will ich gucken, wie gut die Waffe ist. Außerdem habe ich noch volle HP. Ach, guck mal. Die ziehen kaum Aggro. Guck mal. Boah, leck das. Ah ja, gebrochenes Bein, keine Stamina, keine Waffe. Das war's. Gewonnen! Und der Loot ging ja schlecht wieder zu. So, warte, komm mal her. Warte, ich bin fast tot. Hab Giftbiss, ich lass mich sterben. Bleib cool. Ich hab doch zwei Duct Tapes. Ja, die können wir später gebrauchen. Ganz ehrlich, weil, ne, ich hab eh schon alles. Ich hab die Pest, ich hab die Cholera. Typhus. Ich bin schon leer, alles supi. Das lohnt einfach nicht. Bei mir ist sowieso alles fertig. 500 Murmeln für jeden, Pistole für jeden. Okay, da kommen wir auch gegen Drohnen, klar, dann können wir eine Basis bauen. Hier haben wir eine Pistole, ich sterb erstmal. Stimmt, rechte Maus, das nicht. Ich schnapp mir mal die Hälfte von den Murmeln. Ja, dann erschieß mich doch, kriegst du Punkte. Nö. Da muss ich nicht 5 Minuten warten. So, dann schieben wir hier mal hier Eisenerz rein, dann schieben wir das hier rein. Ja, ich habe auch Kupfer und so da. Dann können wir die Basis bauen. Erschieß mich doch mal, ich muss so lange warten. Wo ist er denn? Ah, jetzt kommt auch noch der Hunger dazu. Oh, macht aber ganz schön Schaden. Ich hab dich mit meiner Stamina erschossen. Wohl wahr. Mann, was für ein Blödsinn. Stimmt aber.